Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Breath of Fire 3 Folge dieser Woche. Ja, die Zutaten haben wir zusammen und jetzt versuchen wir mal dieses Zeug, was auch immer, mal zusammenzubringen. Du hast alles, richtig? Yo, alles dabei. Okay, dann werde ich dir jetzt erzählen, wie Shizu, so. Mann Gott, ey, es ist früher Morgen, ich mach Breath of Fire 3 und ich kann nicht mal Shizu aussprechen. Auch wenn ich immer glaube, das sollte Sushi sein. Egal. Bitte, was? Okay, Slicing, also Makrel schneiden. Die Makrel werden größer oder kleiner, je nachdem, wie groß der Fisch war, den du gefangen hast. Je größer der Fisch, desto größer werden die Stückchen sein. Boah, ne. Jetzt ohne Quatsch, ey. So eine Info. Oh Gott. Wie viel siehst. Je mehr Shawley Seeds du benutzt, desto größer wird der Ball. Ich weiß, das ist offensichtlich, ja. Aber weil can't something. Aber nur weil du etwas groß machen kannst, solltest du es nicht unbedingt tun. Der Trick ist die Bälle den Makrelstückchen anzupassen. Okay. Das ist wirklich wichtig. Oh mein Gott, es ist früh am Morgen und ich habe langsam das Gefühl, dass ich hier versagen werde. Wie viel weniger? Als allgemeine Regel solltest du die Menge der weniger anpassen an den Shelly Seeds mit ein Viertel oder so. Okay. Also Stückchen Makrele, Shawley Seeds genau etwa gleich. Weniger ein Viertel. Und jetzt kommt's irgendwie so ein Sechzehntel Horstradisch. Du musst die Menge der Horseradish anpassen mit den Shawley Seeds und den Makrelen, was du hast. Wenn du jede Menge Makrele benutzt hast, dann benutzt viel. Wenn du mehr Shawley Seeds hast als Makrele, dann solltest du nicht so viel nehmen. Und wie knete ich das dann? Das wirklich Wichtigste, was du dich erinnern solltest, ist, wie du es, oder kniet, heißt das kneten, oder rollen, zusammendrücken, der Shelly wird schrumpfen. Ein guter Kneter bedeutet, dass du ein Shelly Seed verlierst. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass du es nicht öfters als zweimal kneten solltest. Okay. Let's do this. Ja, komm, mach mal. Okay. Die Makrele ist 10. Dann wollen wir Shelly 8 haben. Weniger 2. Und Horseradish 4. Okay. Es könnte ja ziemlich schwer sein zu verstehen. Ja, vielleicht. Aber du wirst es schon hinkriegen, sobald du es ausprobierst. Können wir dann starten? Ja. Und wo machen wir das dann? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich dachte, jetzt machen wir es auch. Oder was erwartet ihr jetzt gerade von mir?
Hä? Ich bin jetzt ehrlich gesagt verwirrt. Ich dachte, wir fangen jetzt an. Oder wo wird das denn jetzt gemacht? Etwa bei dem Typen? Sollen wir das jetzt bei dem Typen machen? Ich glaube, wir sollten das bei dem Typen machen. Würde ich jetzt mal ganz ehrlich so einfach sagen. Und wenn nicht, keine Ahnung. Ich hatte gedacht, jetzt machen wir das dort. Egal. Okay, dann laufen wir erstmal wieder hin. Oh mein Gott, ich sollte nie wieder früher morgen Parts machen. Ganz ehrlich, ist nicht so gut. Besonders nicht Breath of Fire 3. Besonders nicht, wenn es auch noch solch eine komplizierte Aufgabe ist. Ja, okay. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. So, dann gehen wir ins Schiffchen. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Habe ich überhaupt noch das Rezept im Kopf? Ja, so halbwegs. Oh Gott, ich hasse diese Schiffssteuerung. Ohne Quatsch. Die ist echt kompliziert gehalten. So. Na? Rein da. Okay. Dann probieren wir das mal. Da ist das Inn. So, ich mache jetzt einfach mal sicherheitshalber ein Safe State. Sollte ich irgendwie mit dem Rezept verkacken? Ja, wie jetzt? Ja, krank geworden. Ja, wie jetzt? Also doch nicht hier. Aha, wir müssen jetzt reden wir mit dem. Was? Mit Fisch füttern? Den Bürgermeister? Shizu? Könnte das funktionieren? Wir werden es nicht wissen, bevor wir es probiert haben. Okay, lass es uns versuchen. Okay. Was war nochmal Shelly sieht? Ich glaube, wir haben 8 gesagt. Warte. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Sorry, ich habe gar nicht mitgezählt. Ja. So, ich rede nochmal so mit ihm, bevor jetzt irgendeine Kaka passiert. Was für eine epische Musik hier so kommt, allein nur, dass wir ein Gericht machen. Ja, dann lass es uns versuchen. Komm. Ich knall jetzt einfach volle Kanne drauf. So, da, ja. Na, verkackt. Ich habe einmal zu viel gedrückt. Na! Okay, jetzt Concentration. Jetzt packen wir das. Okay. Der Meisterkoch Benny wird das jetzt in die Hände nehmen. Jetzt wird Shizu gemacht. Okay. Wir brauchen Makrelen. Wir brauchen Shelly Seed. So, was war das jetzt? 2, glaube ich. Und 1, 2, 3, 4. Das kneten wir zusammen.
Was ist passiert? Keine Ahnung. Und? Was ist das? Das ist Shizu! Jo. Wow! Was zur Hölle? Was ist das denn? Wow! Dieses Horsradisch hat einen ganz coolen Kick drauf. Ja, das habe ich gesehen. Was war das denn? Japan Forever oder was? Bennys Shizu-Plan hat funktioniert. Er hat zwar keine Ahnung wie, das Zeug sah verdammt komisch aus, aber es hat funktioniert. Und der Bürgermeister hat wieder seine hohen Geister zurückbekommen. Oder Motivation. Wow. Ich habe ehrlich nicht gedacht, dass das auf Anhieb funktioniert. Das äußere Meer, hä? Jo, da will ich hin. Und ihr möchtet, dass ich euch erzähle über den legendären Seemann? Jo, mach mal. Normalerweise würde ich euch erzählen, dass ihr euch solche Legenden und so ein komisches Zeug nicht in den Kopf setzen solltet, aber ich schulde euch etwas für das Shizu, richtig? Ja, das will ich doch meinen hier. Ich meine, ich habe 2 Parts dafür verwendet, Zutaten zu sammeln und das herstellen. Das war jetzt zwar auf gut Glück erster Versuch richtig, aber hier, nimm das. Du hast Seekarte bekommen. Das zeigt alle Currents. Aha, also das zeigt jetzt die, ist halt eine Karte, die uns jetzt anzeigt, wie wir so durch den Osten kommen. Okay. Das ist, wo ihr ihn findet werden. Dort. Der legendäre Seemann. Okay. Im Osten des Dorfes. Du musst schon ein bisschen suchen dann. Okay, aber dann mache ich jetzt hier euch selbst. Hat super funktioniert, das Shizu. Und Japan Power haben wir dann auch gesehen. Also ich muss ehrlich sagen, das war cool. Jetzt ohne Scheiß. Das war ein Überraschungsfaktor. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Oh komm, warum muss man solche Viecher hier reinsetzen? Muss ich mich ausruhen? Ich weiß nicht. Doch, ich ruhe mich am besten aus. Ja. Ihr habt ein Inn. Seid stolz drauf. Okay. Also, ohne Scheiße. Also, als ich auf einmal dieses Rot-Weiß sah, da dachte ich nur noch, wow, Japan forever. Ohne Quatsch. Ja, Shizu, das ist ganz eindeutig Sushi. Dann ohne Quatsch. Auch wenn das Bild am Anfang sehr komisch sah, die Makrele sah so mega groß aus auf das, was es saß. Ich hätte ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und das ist, was zählt. Ich bin halt Meisterkoch. Okay. Jetzt sollen wir irgendwie nach Osten kommen. Ich würde ja jetzt gerne Fragen machen, aber ich möchte mich jetzt auch konzentrieren, wie man nach Osten. Jetzt muss ich nachdenken. Ja genau, nach oben links geht's nach Norden. Das bedeutet, dass in dieser Richtung Osten liegt. Nee, das ist, glaube ich, das falsche Osten. Oh mein Gott, ich
hat sie das. Okay, komm, dreh dich. Könnte es das sein? Okay, die Karte sagt, dass, oh Gott, dass wir nur eine begrenzte Zeit hier durchfahren können. Okay. Ich hätte schon von Anfang an anders fahren müssen, aber da ist eine Truhe. Ja, die will ich. Oh Gott, dieses Schiff ist so schwer zu steuern. Heavy Dagger, okay. Au. Die sind nicht gerade freundlich mit der Zeit. Das muss ich schon sagen, die sind nicht gerade freundlich mit der Zeit. Ja. Okay, na dann. Geben wir mal so Gas. Oh Gott. Und man kann sich auch nur auf diese Gewässer hier bewegen. Na, wenn man das so macht, dann ist es schon ein bisschen besser. Oh Gott, die Truhe hole ich doch nicht. Seid ihr denn irre? Ich schaffe es ja gerade so noch. Boah. Noch eine Sekunde hatte ich übrig. Also die sind richtig fies mit der Zeit. Hier lebt also der legendäre Seemann. Mit einem Papageienvogel, war klar. Ich weiß, Duan. Ich weiß, wir haben Gäste. Der Vogel hört sich lustig an. Mädel! Ja, wenn du das Haus hier anguckst, das hilft jetzt auch nicht weiter. Das ist ein Schiff der Gilde, richtig? Was will denn die Gilde von mir? Egal, seid willkommen. Kommt herein, ich habe ein bisschen Kaffee und sowas. Okay, gegen Kaffee, jetzt kann ich eigentlich nichts gegen Kaffee sagen. Und so haben wir gehofft, dass wir den legendären Seemann fragen können, uns über das Meer zu bringen. Der legendäre Seemann. Nennen die mich immer so, noch so? Mein Name ist Kukuis. Ich bin kein Seemann. Ich habe nicht das äußere Meer erkundet. Was? Also habt ihr kein Boot, das wir benutzen können? Naja. Ich komme von der anderen Seite des Meers, aber naja, als Verschollener. Dann weißt du also, wie man das Meer überquert? Bitte sag es uns, wir müssen das überqueren. Unmöglich. Kein Mittelmeerboot kann diese Fahrt überleben. Außerdem... Da gibt es nichts, was erwähnenswert wäre. Ja, richtig. Woher kommen dann all diese Maschinen her? Wenn du hierher gekommen bist, dann muss es einen Weg für uns geben, dorthin zu kommen. Bitte, Kukuis, erzähl es uns.
Wenn ihr es unbedingt wollt, dann gibt es vielleicht einen Weg. Ihr müsst ein bestimmtes Schiff finden. Ja? Das schwarze Schiff? Ja, ihr werdet es kennen als das schwarze Schiff. Es ist ein ganz großer Transporter. Wenn ihr es schaffen könntet, an Bord zu kommen. Scheiße, ist das groß. Ich habe nur gesagt, dass es vielleicht funktionieren könnte. Ich bezweifle aber, dass es funktioniert. Aber hier geht's los. Ich weiß nicht. Momo, bist du behindert? Was machst du da? Schieß nicht auf unser neues Schiff! Siehst du? Ich glaube nicht, dass wir es auf diesem Weg stoppen können. Ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können, du Genie. Was ballerst du denn da drauf? Hey, etwas bewegt sich da. Ja, wie jetzt? Das sieht aus wie Kanonen. Oh, scheiße. Das wird nicht gut enden. Momo, was hast du getan? Willst du, dass wir sterben? Oh mein Gott, Nina, verliere nicht das Gleichgewicht. Bring uns hier weg, schnell! Na toll, ey. Sag mal, was hast du dir dabei gedacht? Was? Sagst du etwa, das ist meine Schuld? Ja, wessen sonst? Wer hat denn auf das Schiff geballert? Wir sind doch kein Kriegsschiff. Puh, das war knapp. Ich schätze, es greift jeden an, der zu nahe kommt. Ja, mit zu nahe kommen, da hatten wir ja keine Probleme, bis wir angefangen haben, drauf zu ballern. Hat das ja irgendwie jetzt jeder hier vergessen? Ja, und jetzt? Wir brauchen irgendeinen neuen Plan. Was sollten wir tun, Benny? Aufrüsten? Gute Frage. Was sollen wir tun, Mr. Benny? Mr. Benny, das gefällt mir. Hallo, Mr. Benny. Du bist jetzt der Captain. Oh, wow, ich wurde befördert? Ich tue das, was der Captain sagt, hä? Ja, ja, hör auf erstmal mit deinen Muskeln zu protzen, okay? Ei, ei, Sir. Du solltest vielleicht mit deinen Freunden reden, bevor du hier deine Entscheidung triffst, ja? Muss ich das? Mein Gott. Nina, was sagst du denn? Der einzige Weg, über das Meer zu kommen, scheint auf diesem Schiff zu sein. Es muss doch irgendetwas geben, was wir tun können, richtig, Benny? Toll. Mit Nina reden war Zeitverschwendung. Nein. Ich will wieder runter. So. Mit Pecco reden. Selbst nach all diesen Sachen hier scheint er immer noch fest zu schlafen. Wie macht er das? Mit Pecco reden war sinnlos. Mit unserer Maschine zu reden? Sinnlos. Oh mein Gott. Sind die etwa alle draußen? Wenn dieser Dummkopf da das Schiff nicht attackiert hätte, wäre es nicht böse gewesen und hätte uns verjagt, weißt du? Ja.
Momo scheint aber immer noch irgendwie total happy zu sein. Schau mich nicht so an. Es ist nicht meine Schuld, okay? Ja, doch, ein bisschen schon. Oh, du bist es, Benny. Was wirst du jetzt machen? Werden wir jetzt aufgeben? Ganz bestimmt nicht. Dann wäre das Game ja zu Ende. Stimmt, also, ja. Alles, was wir jetzt herausfinden sollten, ist jetzt ein Weg, an Bord zu kommen. Was ist, wenn wir es rammen? Wir sind ein Holzschiff und das ist ein Metallschiff. Also, jetzt rate mal, wer verlieren wird. Und ich denke nicht, dass dieses große Schiff, das schwarze Schiff verlieren wird, ne? Ich denke nicht, dass wir Probleme haben werden, wenn wir einfach an Bord kommen. Aber das ist genau das Problem, ne? Ja. Mit allen Leuten reden war sinnlos. Mein Gott, ey. Ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Irgendwie müssen wir doch an Bord kommen. Hast du eine Entscheidung getroffen? Ja, irgendwie. Was? Es rammen? Nein, Benny, schlag das nicht vor. Bist du irre? Alles klar. Das ist, das, genau, auf sowas habe ich gehofft. Überlass das nur mir. Nein, nicht rammen. Nicht rammen. Da ist nur, es gibt nur einen Mann, der für so einen Job geeignet ist. Und das bin ich. Okay, Captain Sir, beobachte das nur. Ich werde euch auf das Schiff bringen in no time hier. Oder mein Name ist nicht Sick. Alter, Suizid nenne ich dich gleich. Das schwarze Schiff rammen. Benutze den Controller, um dein Schiff zu manövrieren. Baue deinen Speed auf mit Run-Button und ramme das schwarze Schiff direkt von hinten. Ach so, auch noch direkt von hinten reinrammen. Ja, nee, ist klar, ey, bah. Sei aber vorsichtig, deinen Motor nicht zu überhitzen. Ihr habt Probleme. Ah, okay. Tja, da schwimmt es einfach nur so rum. Okay. Was zur Hölle macht er? Okay. Ah, knapp daneben, ist auch vorbei. Au. Komm schon. Yeah. Das Schiff ist doch so schon schwer genug zu steuern. Jetzt soll ich das auch noch hinter diesem Megavieh reinrammen. Mann. Okay. Sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Oh. Nein, so sieht das überhaupt nicht gut aus. Benny, warum schlägst du so einen Scheiß vor? Nein. Okay, das ist die merkwürdigste Verfolgungsjagd überhaupt. Need for Speed oder Alarm für Cobra 11, die Wasserpolizei. Okay, mein Gott, jetzt mal ohne Quatsch, wer hat diese Steuerung für das Schiff erfunden? Au, das war... Hey! Overheat. Ja, wie jetzt? Ich bin doch jetzt mitten rein. Ich bin ganz schön hinten reingerammt. Okay, mit ein bisschen Abstand funktioniert. Und es hat ordentlich gekracht und jetzt dürft ihr mal raten, wessen Schiff kaputt gegangen ist. Wir haben es geschafft! Voll Jackass! Das war ziemlich hart. Ich frage mich, ob jeder okay ist. Die sind bestimmt alle tot da draußen. Nun ja, wir haben es ja vollen Speed hier gerammt, ey. Voll Jackass-mäßig. Vielleicht solltest du jeden mal hier abchecken. 50 Cent, dass Pecco immer noch schläft. Nanu, wo ist Pecco?
Und wo ist mein Speicherbuch? Sieht so aus, als hätte unser Plan funktioniert, hä? Ja, anscheinend. Das war ein ziemlich großes, lautes Krachen, hä, Benny? Pecco ist direkt von seinem Platz runtergefallen. Oh mein Gott, Pecco! Okay, in gewisser Weise schläft er. Er ist halbwegs bewusstlos. Kui, kui, kui! Pecco sieht ein bisschen benommen aus, aber ansonsten ist er unverletzt. Momo ist kaputt. Hui, das hat mich aber aufgeschreckt. Pecco ist direkt auf mich gefallen. Momo sieht auch ganz okay aus. Normalerweise ist das schwarze Schiff komplett automatisch. Also, sobald ihr auf dem Schiff seid, dann wird es euch zurückbringen auf die andere Seite. Also, ich denke, wenn wir zur Brücke kommen, sollten wir es möglich sein, herauszufinden, wie das automatische System funktioniert. Warum? Warum müssen wir herausfinden, wie das automatische System funktioniert? Lass es einfach laufen und dann kommen wir auf die andere Seite. Oder ist das automatische System im Moment kaputt, sodass wir nicht auf die andere Seite kommen? Wurde irgendwie nicht so ganz erklärt. Wir müssen also nach der Brücke suchen. Was eine ganze Weile dauern könnte. Aber wir können jederzeit hierher kommen, um uns auszuruhen, richtig? Ausruhen. Drei Party-Member. Ja, ist doch klar, wen wir nehmen. Wir nehmen Gar. Oh, ach so. Muss Momo mitkommen? Ich glaube nicht, dass Momo mitkommen muss. So. Dann setzen wir nochmal die Strategie fest, ne? Formation, Attack. Sieht gut aus. So. Wow. Das Schiff hat eigentlich noch ganz gut ausgehalten. Ich meine, dafür, dass wir Holz sind und eher Metall. Hey, das Speicherbuch hat auch noch wieder überlebt. Ich möchte speichern. Checking Memory Card. Okay, in diesem Part scheinen wir nichts geschafft zu haben mit Fragen klären. Egal, das machen wir dann im nächsten Part. Ich glaube, da werde ich genug Zeit haben, dafür im Schiff rumzusuchen. Pecco schläft schon wieder. Ich glaub's nicht. Was? Hat er Schlaftabletten gekriegt? Ohne Quatsch, wie macht er das? Egal, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir das schwarze Schiff erkundschaften. Bis dann!